Hey Leute, auf meinem Discord-Server haben sich einige schon seit längerem eine Roomtour gewünscht und ich hatte eigentlich vor, die bei 1000 Abonnenten zu machen, aber ich habe jetzt hier einiges umgeräumt. Mein Gaming- und Arbeitszimmer ist immer noch nicht ganz fertig eingeräumt, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal eine kleine Roomtour und schiebe vielleicht ein Update hinterher, wenn alles so ist, wie ich es eigentlich haben möchte. So, dann mal rein hier in die gute Stube. Wenn man in mein Arbeits-Gamingzimmer kommt, steht erstmal auf der linken Seite so ein Sideboard, was ziemlich viel Ramsch beinhaltet. Deswegen mache ich jetzt hier die Tür nicht unbedingt auf. In die Schubladen lasse ich euch gleich noch reingucken. Und obendrauf steht mein Aquarium. Da könnt ihr hier den Fischen mal guten Tag sagen. Die beobachten mich dann, wenn ich hier spiele oder wenn ich am Arbeiten bin. Im Regal gibt es dann hier noch die Dark Souls Spiele. Ich habe noch gar nicht alle ausgepackt, muss ich da zu meiner Schande gestehen. Und in den Schubladen, ja, wie schon gesagt, Ramsch, Kabel, PC-Zubehör und ähnliches. Da müsste ich nochmal drüber gehen und aufräumen. Jetzt schwenken wir hier mal auf die rechte Seite. Die Vorhänge sind übrigens auch noch was, was ich austauschen möchte. Hier ist mein Arbeitsplatz, an dem ich 40 Stunden in der Woche im Homeoffice arbeite. Und hier in dem Regal gibt es noch ein paar Kisten, die auch noch ja, aussortiert gehören oder wo ich nochmal ausmisten müsste. Da sind dann zum Beispiel solche CD-Kisten mit dabei, mit lauter alten Schätzen drin. Wahrscheinlich laufen die schon gar nicht mehr hier auf neueren Betriebssystemen. Aber da sind jedenfalls jede Menge Spiele dabei und da sollte ich auch mal einen Blick reinwerfen. Ja, und dann gibt es natürlich noch solche Kisten, wo dann auch noch übrig gebliebene Kabel drin sind. Die müsste ich auch nochmal sortieren. Wenn ich arbeite, mache ich mir ganz gerne so ein Kerzchen an. Da ist so Wachs geschmolzen oben. Das duftet ganz gut. Ich mag nämlich diese intensiven Duftkerzen eigentlich nicht. So, jetzt geht's weiter rum. Hier auf diesem Schränkchen steht mein Mikro und es hängt hier mein Headset. Die habe ich nicht immer angeschlossen, sondern ziehe die immer nur an, wenn ich sie brauche. Und das hier ist mein Gaming-Tisch. Hier habe ich jetzt im Moment die PS3 dranhängen. Da haben mich die Leute schon gefragt, ob ich die Emulation auf dem PC spiele. Nein, ich habe eine PS3 und hier ist mein PC-Equipment. Und Schokolade darf natürlich auch nie fehlen. Der PC steht unterm Tisch. Den habe ich mir mal selber gebaut vor ein paar Jahren. Und immer mal wieder aufgepimpt. Könnte aber mal wieder eine Überarbeitung vertragen. So, hier habe ich einen großen Monitor dran. Und daneben, also links neben dem Schreibtisch, stehen meine PlayStation 4, PlayStation 3. Und unten in dem Karton ist noch das VR-Equipment drin, was ich dann bei Bedarf noch dran stöpsel. Ja, und hier kommt jetzt die Wall of Shame. Da wollte ich noch was Schönes aufhängen. Bisher ist mir aber da noch nichts in die Finger gekommen. Da muss ich mal gucken, was ich da noch mache. Das sieht irgendwie blöd aus. Und dann steht hier noch ein altes Regal. Das ist eigentlich viel zu groß und ich wollte da gerne was anderes hinhaben. Mit meinen gesammelten Spielen, das ist jetzt weniger, als man denken könnte, weil ich fast nur Digitalversionen kaufe. Und hier habe ich ein paar Merch-Figürchen stehen, sind aber auch nicht so viele. Hier sind noch ein paar PC-Spiele, die behalte ich aus nostalgischen Gründen. Ein Bär von der Gamescom 2016. Und darunter habe ich ein paar Spiele, aber wie gesagt, ich kaufe fast alles digital. Hier habe ich übrigens ein Uncharted 4 gefunden, was noch original verpackt da ist. Und ich bin am Überlegen, ob ich das nicht mal als eins der nächsten Let's Play mache, weil ich eigentlich die Spielereihe richtig cool finde. Daneben stehen dann auch noch PS3-Spiele, ein paar Switch-Spiele und für meine PlayStation 2 auch noch ein paar Spielchen. Darunter, ja, ist auch noch ein bisschen Müll und meine Switch und hier unten steht noch ein alter Laptop, den ich aber kaum mehr verwende. Ja, das war eigentlich so ein schneller Rundgang in meinem Gaming- bzw. Arbeitszimmer. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick bekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst mir das gerne unten in den Kommentaren wissen. Dann bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Let's Play. Ciao, ciao!